Der G-Cup wird international. Das traditionelle Turnier des SC Berlin zieht immer mehr junge Fechter in die Hauptstadt und erfreut sich in diesem Jahr an 150 Teilnehmern aus Deutschland, Polen, Tschechien und den Niederlanden. Das ist natürlich erfreulich, dass hier so viele herkommen, mit denen wir uns dann auch natürlich messen können, wir Berliner und auch in Umgebung, und daran können wir alle nur wachsen. Der Tscheche Matthias Sekanina ist das erste Mal in Berlin, schafft es gleich ins Finale der U15 und das ohne einzige Niederlage. The funny thing is, I was competing only with Czechs, like for the few. Lustigerweise habe ich in den K.O.-Runden nur gegen Tschechen gefochten, im Finale dann gegen einen Niederländer. Aber vorher habe ich gegen 4 oder 5 meiner eigenen Leute gewonnen. My guys from Czech Republic. Das Turnier ermöglicht nationalen und internationalen Nachwuchsfechtern nicht nur neue Erfahrungen, sondern auch die Qualifikation für weitere Wettkämpfe. Es ist halt ein sehr wichtiges Turnier, weil es sehr viele Punkte für die Rangliste gibt, und mit den Punkten kann man sich dann wieder für die deutschen Meisterschaften qualifizieren. Und genau deswegen ist es eigentlich ein sehr wichtiges Turnier. Ich würde wahrscheinlich sagen, sogar das zweitwichtigste nach den Berliner Meisterschaften. Viele Punkte gibt es auch für Lia Ulbrich, die momentan die Berliner Rangliste im Florett-Damen U13 anführt. Sie setzt sich gegen die internationalen Rivalen durch und sichert sich einen Platz auf dem Podest. Es macht Spaß, weil jetzt auch mal Polen und Tschechien auch mal dabei sind und man gegen andere mal fechtet. Doch auch die Konkurrenz aus den Niederlanden ist nicht zu unterschätzen. Martin Medvedev mischt die Gefechte der Herren U15 auf, liefert sich ein emotionsgeladenes Finale gegen Sekanina und kann sich gegenüber dem Tschechen behaupten. Ich fühle mich super. Ich hoffe, dass ich das wiederholen kann, wenn ich nächstes Jahr wiederkomme. Hier könnt ihr noch einmal alle Podiumsplätze der Wettkämpfe nachlesen. Der SC Berlin hat mit seinem traditionellen Turnier die Fechthalle des Sportforums nicht nur mit jungen Talenten gefüllt, sondern den G-Cup zum Vorteil aller ein kleines Stück internationaler gemacht.